Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich habe Ihnen was mitgebracht. Gerade in dieser Debatte, das ist mir sehr wichtig, und das habe ich besonders für Herrn Rock, für Frau Hannen, für Frau Müller-Rech, auch für die Ministerin lassen wir das da, auch wenn Frau Scharrenbach heute freundlicherweise als Ministerin hier vertritt, ja, um mit einer Legende aufzuräumen. Ja, wir haben 2014 hier beraten, Herr Rock hat daraus zitiert, aber es ist nicht so, dass nichts passiert ist. Die Fraktion hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, gerade aus der damaligen Situation heraus, und zwar um ein Curriculum zu beschreiben für die Philosophie in der Grundschule und wie man das insgesamt mit dem philosophischen Unterricht beschreiben kann. Da ist vorgearbeitet worden. Professor Blesenkemper war so freundlich, das für die Fraktion zu machen. Das gebe ich Ihnen jetzt gleich. Darin werden Sie auch lesen, dass es 2012 schon im Ministerium eine Arbeitsgruppe für einen ersten curricularen Entwurf gegeben hat. So viel zu dem Thema, was alles nicht passiert ist, sondern es sind Dinge hier bereits auf den Weg gebracht worden. Herr Rock, ich habe jetzt noch mal gesucht in unserem Antrag. Ich habe das Wörtchen sofort gar nicht gefunden. Ich will jetzt noch mal zitieren, was hier drin steht, und das entspricht eigentlich genau Ihren Planungen. Wir fordern die Landesregierung auf, wir bitten Sie, dem Ausschuss für Schule und Bildung einen umfassenden Bericht zur Forschungslage und praktische Anwendung von Philosophien mit Kindern vorzulegen. Erstens. Zweitens. In einen intensiven Austausch mit den entsprechenden Einrichtungen, die bislang damit befasst sind, einzutreten, mit dem Ziel, eine koordinierte, intensive Vorbereitung der Einrichtung eines entsprechenden Unterrichtsfachs zu erreichen. Dann die curriculare Zusammenarbeit von bekenntnisorientiertem Unterricht und dem Philosophieren mit Kindern in der Grundschule zu entwickeln, schließlich die Ausbildung und Fortbildung von Lehrkräften zu entwickeln, die für die Erteilung des Unterrichts qualifiziert werden, und dann auch noch entsprechende Ressourcen vorzusehen. Ich finde das Wörtchen sofort nicht. Ich finde nur Entwicklung, ich finde Plan, und Sie haben ja selbst auch zugegeben, dass in der Anhörung das Anliegen noch mal sehr deutlich begründet, unterfüttert worden ist und auch begrüßt worden ist. Von daher kann ich die Ablehnung leider nicht nachvollziehen. Das erschließt sich aus diesem Antrag nicht, weil wir wissen, dass ein sorgfältiger Prozess notwendig ist. Ja, in der Tat. Und deswegen haben wir die Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern wir haben dieses Curriculum dann in der Fraktion auch erarbeitet, um diesen Prozess voranzuführen. Denn Sie haben recht, Frau Hannen, ich habe es 2014 auf unserem Parteitag schon vorgestellt, dieses Anliegen. Und deswegen haben wir es als Grüne auch vorangetrieben, weil uns das wichtig ist. Und wir haben, ja, ich habe gerade, Sie lesen es hier, Sie lesen es hier von Herrn Blesenkemper, 2012 Arbeitsgruppe im Ministerium. Wir haben das Curriculum vorgelegt. Und wir haben das Curriculum, das ist von 2017, März 2017 ist das Curriculum, gebe ich Ihnen gleich zur Kenntnis. Und wir haben gearbeitet, und jetzt sind Sie am Zug. Und ich habe von Ihnen noch nicht erfahren, und das war das Spannende in der Ausschusssitzung, dass Herr Rock und Frau Müller-Rech ja unterschiedliche Einschätzungen haben, was jetzt wirklich kommen muss und wie das aussieht. Und das, was Sie gerade ausgeführt haben, Frau Hannen, ist leider so, dass hier nun wieder zurückgerudert wird. Und wir nicht wissen, steht es denn wirklich im Masterplan Grundschule, was Frau Müller-Rech angekündigt hatte, drin, ja oder nein. Ich habe schon viele Anfragen aus den philosophischen Fakultäten und von Grundschulen bekommen, weil Sie eigentlich Hoffnung hatten, dass dieser Antrag eine gemeinsame Grundlage sein könnte. Ich hatte Ihnen den angeboten, sich den zu eigen zu machen. Sie hätten darin arbeiten können. Diese Chance haben Sie leider vertan. Man kann jetzt natürlich so machen, habt ihr damals so, jetzt, und dann machen wir das halt so. Ist so, ich weiß nicht, ob das souverän ist. Und ich lege Ihnen gerade noch mal vor, wir haben gearbeitet, also das, was Sie hier ausgebreitet haben, stimmt noch mal gar nicht. Aber da sind wir jetzt gar nicht verhärmt. Nein, ich will den Koalitionsvertrag positiv nehmen. Und ich hoffe, dass das schnell zu einer Umsetzung kommt. Und deswegen übergebe ich Ihnen jetzt dieses Curriculum, damit Sie eine Arbeitsgrundlage haben und damit es zügig vorangehen kann. Und da würde ich mich freuen, wenn wir dann bald eine Vorlage dann auch dazu bekommen, wo genau dieses Anliegen mit umgesetzt wird. Weil ich glaube, im Ziel sind wir uns gar nicht auseinander. Dass Sie jetzt hier nicht zustimmen könnten, habe ich Verständnis dafür, aber bitte enttäuschen Sie die Grundschulen nicht. Sie haben in der Anhörung gehört, dass es da einen großen Graubereich gibt, dass wir Regelungsbedarf haben und dass viele Grundschulen das gerne in Angriff nehmen möchten, zwar ganz geregelt, weil sie es im Augenblick de facto auch schon tun.
Herr Präsident, Sie hatten... Es wäre noch eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Rock. Aber natürlich, hätte ich gerne. Dann nehmen wir die noch als Zwischenfrage dazwischen. Bitte schön, Herr Rock. Frau Bär, vielen Dank, dass Sie das zulassen. Ich würde Sie gerne noch mal bitten, Sie haben gesagt, Sie kennen so viele Grundschulen. Also ich habe auch mit verdammt vielen gesprochen. Und Sie können mir glauben, dass ich in meinem Netzwerk als Schulleiter ganz viele kenne. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei der Kollegin der SPD, die das nochmal deutlich gemacht hat. Ich habe keine Person kennenlernen dürfen, die sagt, in der jetzigen Lage wäre das die richtige Entscheidung, ein weiteres Fach einzuführen. Ich würde Sie bitten, mir zu erläutern, wo Sie die Leute kennen, die das dringend für notwendig halten, jetzt in dieser schwierigen Lage unserer Grundschulen dieses Fach einzuführen. Sie haben ja in der Anhörung selbst schon Personen kennengelernt mit Frau Wenders. Frau Rixer-Borns ist da gewesen. Und darüber hinaus kann ich Ihnen das aber gerne weitervermitteln, wo Schulen so arbeiten und wo Sie sich wünschen, dass Sie auch ganz regulär so arbeiten können, weil sie in der Tat im Augenblick Kinder haben, die in dem Unterricht sitzen, aber wo sie gerne ein anderes Angebot machen wollen. Und wir haben auch in der Anhörung, wenn Sie das Protokoll sich noch mal anschauen, gehört, dass es da auch von den Universitäten betreut und wahrgenommen schon eine Grauzone gibt, wo genau Schulen schon im Prinzip das machen, was alle gemeinsam ja auch in ihrem Koalitionsvertrag dann entsprechend auf den Weg bringen wollen. Das ist eine Anmerkung noch zur Frage. Sie haben gesagt, Frau Hahn, wir wollen Ethikunterricht machen. Ich bitte, lassen Sie sich das noch mal durch den Kopf kommen. Philosophie ist weniger als Ethikunterricht und eine reine Frage. Und auch da hat aber, glaube ich, diese Anhörung etwas Gutes geliefert, viel Material dann für die eigenen Überlegungen. Deswegen freue ich mich, dass das jetzt durch die Regierungsfraktionen ja vehement vorgebracht wird und vorangebracht wird. Warten wir mal, wann wir es hier im Parlament haben. Für Sie jetzt. Danke.